Borchert. Ich habe die große Freude, Sie hier heute Abend im Namen der Hermann-Ehlers-Akademie zu begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz des stürmischen Wetters, heute gibt es ja mehrere Stürme, da gibt es Sabine, andere sprechen von dem Sturm Annegret, der sich auch über das Land zieht heute, dass Sie hier heute Abend zu uns gefunden haben. Und ich bin sehr stolz darauf, lieber Herr Dr. Borchert, dass wir mit Ihnen einen Kenner der deutsch-israelischen Beziehungen begrüßen dürfen. Wir selber haben uns ja auch in Israel kennengelernt und Sie genießen in beiden Ländern einen hervorragenden Ruf und den Autor eines Werkes, das uns nicht nur interessante zeitgeschichtliche Einblicke bietet, sondern auch, und das darf man an einem Tag wie heute vielleicht ganz besonders betonen, einen Wegweiser für politisches Handeln in der Gegenwart, in der Zukunft sein kann, hier begrüßen zu dürfen, freut mich besonders. Ja, eine unmögliche Freundschaft. In Ihrem Buch erzählen Sie, lieber Herr Dr. Borchert, eine kleine Anekdote über das zweite Zusammentreffen David Ben-Gurions und Konrad Adenauers im Kibbutz in der Negev-Wüste. Diese Anekdote zeigt auf eine ganz besonders schöne Art, wie unterschiedlich diese beiden Staatsmänner waren und wie sie doch immer wieder buchstäblich einen gemeinsamen Weg gefunden haben. David Ben-Gurion, damals schon 80-jährig, pflegte eine liebgewonnene Tradition. Jeden Tag um 16 Uhr absolvierte er viermal für jeweils 20 Minuten einen 1,5 Kilometer langen Rundweg. Laut Süddeutscher Zeitung schlug er dabei ein solches Tempo an, dass gelegentlich nicht trainierte Begleiter, die bedeutend jünger waren als er, außer Atem kamen. Diese sportliche Wandertour wollte er natürlich auch mit dem immerhin 10 Jahre älteren Konrad Adenauer unternehmen und dabei noch eine gepflegte Unterhaltung führen. Und bemerken muss man dabei natürlich, das ist Wüstenklima und das ist für einen Rheinländer dann schon eine echte Herausforderung. Es war dann nur der Fürsorge und des beherzten Eingreifens seiner Frau Paula Ben-Gurion zu bedanken, dass dieser Spaziergang in dieser Form nicht standfand. Und bei einem Gespräch in Kibbutz sagte der 90-jährige Adenauer dem knapp 80-jährigen Ben-Gurion dann auch: In Ihrer Hast und Energie stelle ich eigentlich fest, wie wesentlich jünger Sie sind als ich. Ja, diese scheinbar unmögliche Freundschaft zwischen Adenauer und Ben-Gurion, sie wurde geprägt von Empathie, von dem gegenseitigen Verständnis, was dem Gegenüber zuzumuten sei und wo man von eigenen Denkmustern abweichen müsse, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Dazu passt auch ein entscheidender Satz von Yariv Ben Elisee, dem Enkel David Ben-Gurions, den Sie in Ihrem Buch ja auch zu Wort kommen lassen. Er schreibt im Vorwort des Buches über die zwei Staatsmänner: Beide waren Realisten und Pragmatiker mit einem sehr klaren Wertekompass. Dieser Satz beschreibt nicht nur eine besondere Freundschaft und den Schlüssel zum deutsch-israelischen Verhältnis. Dieser Satz sollte uns auch heute allgemein in unserem politischen Handeln leiten, denn er beschreibt eine Fähigkeit, Gräben zu überwinden und den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern. In einer Zeit, in der die gesellschaftlichen Debatten weltweit immer stärker von Populisten geprägt werden, sind sie so rar und unverzichtbar, die Realisten und Pragmatiker mit einem sehr klaren Wertekompass. Als Bildungsministerin sehe ich es daher als eine unserer wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben, jungen Menschen diesen Wertekompass mitzugeben. Der deutsche Soziologe Andreas Reckwitz hat 2017 eine umfassende, beachtenswerte Studie veröffentlicht unter dem Titel Die Gesellschaft der Singularitäten. Er beklagt darin den Verlust kultureller Bindungen, die Gesellschaften zusammenhalten. So wichtig Pluralismus und die Verwirklichung des Einzelnen sind, unsere Gesellschaft braucht auch etwas, das sie im Innersten zusammenhält. Und das ist mehr als nur das Grundgesetz. Unsere Gesellschaft braucht einen Wertekompass. Der schweizerisch-israelische Philosoph und Psychoanalytiker Carlo Strenger, leider verstorben im vergangenen Jahr, forderte in diesem Sinne eine echte freiheitliche Bildung für alle. Damit unsere Demokratie überlebt, müssen wir dafür sorgen, dass die Bevölkerungsmehrheit die Bürgertugenden und Kenntnisse erwirbt, die notwendig sind, um politischen Argumentationen zu folgen und ihre Stichhaltigkeit einschätzen zu können, so Strenger.
Als Bildungsministerin bin ich mir dieser Verantwortung sehr bewusst und nehme sie wahr. Demokratiebildung in ihren unterschiedlichen Facetten ist und bleibt ein wesentlicher Bestandteil unserer schulischen Bildung. Dazu gehört auch die Beschäftigung mit dem Themenfeld Antisemitismus. Ich glaube, ich kann das Gleiche auch für die Stiftung hier heute Abend sagen, die ihren Auftrag ähnlich beschreibt. Mir ist dabei besonders wichtig, dass die öffentliche Wahrnehmung der deutsch-jüdischen Geschichte sich nicht auf Verfolgung und Vernichtung beschränkt. Juden dürfen nicht ausschließlich als Opfer und Verfolgte dargestellt werden. Das jüdische Leben, die jüdische Religion, positive Aspekte unserer gemeinsamen Geschichte, all das muss eine größere Rolle spielen. Wir planen in Schleswig-Holstein im Juni ein ganztägiges Schülerseminar Israel anders kennenlernen. Voraussichtlich im Oktober werden wieder Lehrkräfte aus Schleswig-Holstein nach Israel reisen. Wir brauchen mehr Jugendaustausch mit Israel, damit modernes jüdisches Leben in Israel in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler präsent wird. Die Gründung des deutsch-israelischen Jugendwerks halte ich für dringend geboten. Denn nur so können wir gesellschaftliche Brückenbauer ausbilden. Brückenbauer, wie es David Ben-Gurion und Konrad Adenauer waren. Brückenbauer, wie es übrigens auch Hermann Ehlers war, der sich für die Aussöhnung der evangelischen und katholischen Kirche engagierte. Und so schließt sich hier der Kreis. Und heute der Kreis, heute Abend hier in der Hermann-Ehler-Stiftung, der ja einer der ersten Orte ist, an denen dieses Buch vorgestellt wird. Sie, liebes Publikum, möchte ich gerne auf den Büchertisch aufmerksam machen, den Sie am Ende des Raumes finden, und möchte Ihnen die Lektüre dieser ganz außergewöhnlichen und ich kann sagen wunderbaren Doppelbiografie sehr ans Herz legen. Sie ist nicht nur spannend erzählte deutsch-israelische Zeitgeschichte, sondern liefert uns auch Leitlinien für das politische Miteinander in der heutigen Zeit. In der Auseinandersetzung mit dem Gegenüber auch einmal innezuhalten, pragmatische Kompromisse zu finden, Empathie zu zeigen, indem wir den anderen nicht aus dem Atem bringen und dafür auch einmal von den gewohnten Gewohnheiten abweichen. So wie David Ben-Gurion für Konrad Adenauer auf seinen täglichen Wüstenspaziergang verzichtete. Empathie war eine Fähigkeit, die Ben-Gurion und Adenauer neben die reine Interessenpolitik gesetzt haben. Empathie, so schreiben Sie, lieber Herr Dr. Borcher, braucht die passenden Gelegenheiten, aber auch die Persönlichkeiten, die diese Empathie füreinander vorleben und miteinander personifizieren. Das ist etwas, das sich auch heute noch von diesen beiden großen Männern lernen lässt. Ich danke Ihnen, lieber Dr. Borcher, dass Sie trotz, obwohl Sie ein bisschen angeschlagen sind gesundheitlich, heute hierher gefunden haben zu uns bei dem schrecklichen Wetter. Und vor allem danke ich Ihnen für das inspirierende Buch und Ihren Vortrag heute Abend. Es ist an mir, mich zu bedanken für die sehr, sehr nette Einführung. Wenn ich ein Brite oder ein Amerikaner wäre, dann würde ich mich gezwungen fühlen, mit einer pfiffigen Anekdote oder mit einem flotten Spruch oder einem tiefgründigen Zitat mitten ins Thema zu springen. Aber ich bin ein langweiliger Deutscher und die haben den Hang zu ausgiebigen Vorbemerkungen. Und eine solche will ich doch an den Anfang stellen und damit auch an das anknüpfen, was Sie gesagt haben, dass Sie in der Tat, Frau Ministerin, liebe Frau Prien, eine der ersten waren, die mich gebeten haben, mein Buch hier vorzustellen. Das hat mich besonders gefreut. Wenn Sie es nicht schon ausgeplaudert hätten, dann hätte ich es getan, dass wir uns bei einem Seminar in Jerusalem kennengelernt haben, das ich als dortiger Büroleiter organisiert habe, gemeinsam mit Yad Vashem, der großen Institution für die Aufarbeitung der Shoah. Wir haben das bewusst für Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker organisiert. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass es unsere, ich sage das jetzt mal so anmaßend, Schwesterstiftung in Schleswig-Holstein ist, dass es die Hermann-Ehlers-Akademie in Kiel ist, die diesen Abend ausrichtet. Hermann Ehlers ist den Nationalsozialisten so wie auch Konrad Adenauer immer sehr aufrecht entgegengetreten und hat Verfolgungen erleiden müssen. Und die Erinnerung an solche Persönlichkeiten, das haben Sie auch gerade angedeutet, brauchen wir in diesen schwierigen Tagen vielleicht mehr denn je. Ich finde, deswegen macht das auch großen Sinn, dass wir das Buch hier vorstellen.
Nun neigen wir Zeithistoriker gleichsam als, wie man so schön sagt, Deformation professionell ohnehin dazu, für jede passende Gelegenheit auch den passenden Gedenktag auszugraben. Aber es trifft sich ganz gut, das ist meine dritte Vorbemerkung, dass das zentrale Ereignis, das nicht nur im Mittelpunkt meines Buches steht, sondern auch auf seinem Cover abgebildet ist, nämlich das erste Zusammentreffen von Konrad Adenauer und David Ben-Gurion, sich in wenigen Wochen zum 60. Mal jähren wird. Und wenn Sie mir einen winzigen Werbeblock erlauben, dann darf ich Ihnen verraten, dass es uns gelungen ist, den Direktor des Waldorf Astoria Hotels in Berlin zu überreden, in der Berliner Ausgabe des Waldorf Astoria Hotels im Rahmen einer Veranstaltung Anfang März ein Bild dieser Begegnung feierlich aufzuhängen und damit an diesen besonders großen historischen Moment im New Yorker Waldorf Astoria zu erinnern. Dieses epochale Ereignis fügt sich freilich ein in eine erstaunlich konstante Erzählung, nicht nur über die Beziehung der beiden Herrschaften, sondern auch in die Beziehung der beiden Staaten, die 1948 und 1949 gegründet werden. Es ist Teil der Gesamtaufführung dieser Beziehung. Dabei, das muss man sagen, könnte der Kontrast der großen öffentlichen Vorstellung auf der Bühne der deutsch-israelischen Beziehungen kaum größer sein. Der erste sichtbare Akt dieser zunächst ausgesprochen schwierigen Zweckehe vollzieht sich 1952 an einem monumental großen Tisch im Cercle Municipal im Rathaus der Stadt Luxemburg, eben an einem Möbel, an dem sonst normalerweise Hochzeiten geschlossen und Verbindungen besiegelt werden, die auf Liebe gegründet sind. Liebe ist allerdings die geringste Empfindung, die an diesem Tag herrscht. Es herrscht zumindest nach außen eine relativ kühle Atmosphäre vor, die etwas mehr als 7 Jahre nach den deutschen Menschheitsverbrechen vorprogrammiert ist. Man pendelt zwischen sorgfältiger, gesichtswahrender Inszenierung einerseits und andererseits zwischen unvermeidbarer und tatsächlicher emotionaler Aufladung hin und her. Der deutsch-israelische Historiker Dan Diener hat das in einem Buch so passend rituelle Distanz genannt. Eine Inszenierung, die das Publikum in Israel und das Publikum in Deutschland, vor allem aber die politischen Gegenspieler im jeweiligen Land im Blick hat, die mit Skepsis und mit Betroffenheit auf das Stück schauen, das da auf der gemeinsamen Bühne gegeben wird. Die Unterzeichnung des Abkommens mit dem Namen, der etwas beschreibt, das aus der Sicht der jüdischen und israelischen Öffentlichkeit zu diesem frühen Zeitpunkt unvorstellbar, unmöglich, ja fast frivol erscheint, Wiedergutmachungsabkommen, findet ohne Reden, ohne den Austausch von Vertraulichkeiten statt. Auf der einen Seite des Zeremonientisches der deutsche Bundeskanzler und Außenminister Konrad Adenauer, auf der anderen Seite sein israelischer Amtskollege als Außenminister Moshe Sharet. Mit zuckenden Lippen und blass wie der Tod, wie der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete und deutsche Jude Jakob Altmaier seine eigene Betroffenheit kaum verbergend den israelischen Politiker beschreibt, Totenstille. Ganz anders der zweite Akt des Schauspiels, den ich gerade schon angedeutet habe. Im März 1960, keine 8 Jahre später, im 35. Stock des Waldorf Astoria, des einst von deutschen Auswanderern gegründeten Traditionshotels südlich des New Yorker Central Parks, entsteht das Bild, das bis heute die Ikone der Annäherung Deutschlands und Israels bildet. Die Gründungsväter Israels und der Bundesrepublik Deutschland, David Ben-Gurion und Konrad Adenauer, der eine 73, der andere 84 Jahre alt, begegnen sich belagert von Scharen neugieriger Journalisten in gelöster, ja offensichtlich herzlicher Atmosphäre. Keine Spur mehr von ostentativer Distanz. Lächelnde Gesichter, der israelische Patriarch, der seine Hand auf den Arm des deutschen Bundeskanzlers legt, eine Geste, die noch beachtlicher wird, das habe ich im Zuge meiner Recherchen herausgefunden, wenn man die Aussagen von Angehörigen Ben-Gurions ins Kalkül zieht, dass der israelische Politiker persönliche Berührung nicht besonders geschätzt hat. Übrigens sowas wie die Höchststrafe für Israelis. Die Aussage des Bildes ist auch für den unbedarften Beobachter unübersehbar. Da begegnen sich zwei Herren, bei denen die Chemie ganz augenscheinlich zu stimmen scheint und die mit sich im Reinen sind. Es gibt wohl kein symbolträchtigeres Bild der Aussöhnung als das der beiden Repräsentanten von Opfer- und Täternation, die sich freundlich die Hände schütteln. So beurteilt der Judaist Michael Brenner diese Szene treffend. Ein Bild, das deshalb so spektakulär ist, weil es eine Normalität insinuiert und vorgaukelt,
wo es Normalität noch nicht geben kann, ja vielleicht noch nicht geben darf. Noch einmal ganz anders, der dritte Akt 1966, der zugleich die zweite und letzte persönliche Begegnung der beiden Herren ist. Zwei Männer, die sich in ihren Briefen, aber auch während dieser Begegnung im Land der Vorväter gegenseitig Freund nennen. Gemeinsame Stunden im Kibbutz Deboker in der Hitze der Wüste, eine herzliche Umarmung zur Begrüßung, der Kleinere und der Hochgewachsene, die sich offensichtlich über ihre erneute Begegnung freuen. Lächelnde Herren am weißgedeckten Mittagstisch, bei einer Flasche Wein neugierige Gesichter, die von außen durch das Fenster in die Baracke schauen und versuchen, einen Blick auf die prominenten Ehrengäste zu erhaschen. Vielleicht haben Sie dieses wunderbare Bild schon einmal gesehen. Apropos Bild, Horden von Journalisten, die so zudringlich auf das Foto ihres Lebens hoffen, dass sie fast die gute Atmosphäre zum Kippen bringen und erneut, wie schon in der schönen Anekdote, die Sie beschrieben haben, Frau Ministerin, von der Ehefrau von Ben-Gurion, Paula Ben-Gurion, mit Mühe und Not im Zaum gehalten werden. Eigentlich gehört in diese Reihe auch ein vierter Akt, der ebenfalls mehr als nur bemerkenswert ist. Damit ist gemeint, dass sich der israelische Patriarch nicht nehmen lässt, zur Beerdigung des Freundes nach Bonn zu reisen. Auch wenn das bedeutet, mit Kurt Georg Kiesinger, einem Kanzler, die Hand zu schütteln, der zumindest in Israel wegen seiner Verbindung mit dem NS-Regime in der Kritik steht. Auch wenn das für Ben-Gurion am jüdischen Pessachfest bedeutet, den Weg vom Hotel zum Trauerakt zu Fuß auf sich nehmen zu müssen. Alle diese Ereignisse sind für sich genommen zu den positiven Ikonen des deutsch-israelischen Verhältnisses geworden, besonders aber das erste Treffen der beiden Staatsmänner in der amerikanischen Großstadt. Kein Aufsatz, kein Buch, kein Zeitungsbeitrag zu diesen besonderen Beziehungen ohne das berühmte Foto aus dem New Yorker Edelhotel, und auch mein Buch ist dieser Versuchung offenbar nicht entkommen. Ein Foto, das auch deshalb eine solche Wirkungskraft entfaltet hat, weil die Herzlichkeit, mit der sich beide Staatsmänner begegnen, nichts anderes als ein kleines Wunder ist. Und dabei ist ausnahmsweise nicht das Wunder gemeint, dass sich ein Deutscher und ein israelischer Staatsmann so kurz nach der Shoah so herzlich begegnen können und dass daraus über die Jahrzehnte eine besondere Beziehung und ja Freundschaft auch der Völker geworden ist. Nein, das Wunder, das gemeint ist, ist das der persönlichen Kompatibilität der beiden Patriarchen. Wie kann es sein, dass zwei Menschen, die so unterschiedlich sind, die so unterschiedliche Wege gegangen sind, die so unterschiedliche Temperamente haben, unterschiedliche Prioritäten setzen und eine unterschiedliche Sichtweise vertreten, sich in so kurzer Zeit so augenscheinlich nahe kommen konnten? Wie kann es sein, dass sich der katholische Konservative aus dem Rheinland und der sozialistische jüdische Skeptiker und Zionist David Ben-Gurion so gut verstanden? Wie kann es sein, dass die beiden mit ihren nur zwei persönlichen Begegnungen einen Standard gesetzt haben, der bis heute in den Beziehungen der beiden Länder eine so außerordentlich prägende Kraft entfaltet, die von niemandem ernsthaft in Frage gestellt wird? Als Frage aller Fragen steht aber freilich jene im Raum, wie ihnen diese Begegnung als Repräsentanten ihrer Staaten vor dem Hintergrund des unbegreiflichsten Menschheitsverbrechens der Shoah in einer so vertrauensvollen Atmosphäre möglich war, wie es ihnen gelingen konnte, gegen alle Widerstände auch in den eigenen Ländern ein so tiefes und so belastbares Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wie konnte in einem Land, in dem noch lange der Vermerk im Reisepass stand, mit Ausnahme Deutschlands, gerade zwei Jahrzehnte nach der industriell organisierten Ermordung von mehr als 6 Millionen Juden, Verständnis für eine Annäherung der beiden Staaten geschaffen werden? Über Konrad Adenauer und David Ben-Gurion sind unzählige, zum Teil sogar widerstreitende Biografien geschrieben worden, Studien über die deutsch-israelischen Beziehungen. Auch das außergewöhnliche Verhältnis der beiden Staatsmänner ist immer mal wieder in Beiträgen und Aufsätzen auf die Anlässe ihrer Begegnungen bezogen, schlaglichtartig ausgeleuchtet worden. Aber ein Buch, das das Leben der beiden in eine Beziehung zueinander setzt, das zunächst Parallelitäten in ihren jeweiligen Lebensläufen aufzeigt, das auf dieser Basis Erklärungsversuche anstellt, warum beide so schnell einander Vertrauen schenken konnten, das hat es in dieser Form bislang noch nicht gegeben. Was Konrad Adenauer anbetrifft, so war mir wichtig, deutlich zu machen, dass der Einsatz des Kanzlers für die Aussöhnung mit den Juden nicht nur seinem Pragmatismus geschuldet ist, seinem Willen, mit den Beziehungen zum Judentum gleichsam das Eintrittsticket zu lösen, das Deutschland wieder zu einem geachteten Mitglied der Völkerfamilie macht, sondern auch herauszuarbeiten, dass es da ehrliche Sympathie des Kanzlers gegenüber dem Judentum und davon abgeleitet zu Israel gibt.
Dafür ist es wichtig, sich die Jahre seiner ersten Karriere als Oberbürgermeister in Köln genauer anzusehen. Hier ist auffällig, dass der Furor, mit dem die Nationalsozialisten bereits in den frühen Jahren ihrer Existenz den Zentrumspolitiker angreifen, neben seiner Standfestigkeit immer auch durch die positive Haltung Adenauers zum Judentum und zum Zionismus befeuert wird. Bis heute ist die Hetzschrift des Hitlerbiografen und Goebbels Mitarbeiters des üblen Antisemiten Johann von Leers unter dem Titel »Juden sehen dich an« in all ihrer Perfidie dafür ein sprechendes und noch immer erschreckendes Beispiel. Hier kommt Adenauer vor, neben Leuten wie Albert Einstein und anderen, und wird als Blut- und als Zersetzungsjude bezeichnet. Es wird die Überzeugung gestreut, Adenauer sei jüdischen Blutes. Schauen wir uns genauer an, was da als Grundlage genommen worden ist. Da sind die freundschaftlichen Verbindungen zu Wegbegleitern, Wegbereitern auch, mit jüdischen Wurzeln, wie dem Handelskammerpräsidenten Louis Hagen, dem liberalen Politiker Bernhard Falk, dem Bergbauunternehmer Paul Silverberg und ganz besonders seinem engen Freund, dem Finanzier und Kunstmäzen Danny Heinemann, mit dem er zeitlebens sehr eng verknüpft bleibt. Das alles ist eher bekannt und vielleicht sagen diese Freundschaften sogar etwas mehr über die Kölner Elite als über die Verbindung Adenauers zum Judentum aus. Spannender ist in diesem Zusammenhang die explizite Sympathie Adenauers für den Zionismus. Adenauer selbst verortet die Wurzeln dieser Sympathie in seinen Jugendtagen und in seiner Schulzeit im Kölner Apostelgymnasium, an dem ein besonders gutes Miteinander von jüdischen und christlichen Schülern herrschte, an dem Adenauer, zumindest nach seinen eigenen Angaben, sein Hebräikum macht, was ihn 1952, als ihm nach dem Abschluss des Wiedergutmachungsabkommens eine wertvolle Bibel geschenkt wird, dazu befähigt, die Anfangssätze eines Psalms in Hebräisch wiederzugeben. Einen Beitrag zu Adenauers Haltung leistet auch die Tatsache, dass die zionistische Bewegung in Köln besonders aktiv ist. Aus diesem Substrat kommend wird Konrad Adenauer 1927 Mitglied des Deutschen Komitees pro Palästina und bald auch der Vorsitzende des Festkomitees des Vereines, dem Männer mit so klingenden Namen wie Martin Buber oder auch der große Rabbiner Leo Beck angehören. Was sich heute wie ein Fanclub Yasser Arafats anhört, Pro-Palästina-Komitee, war zur Zeit Adenauers die zentrale Organisation der zionistischen Bewegung in Deutschland. Und Adenauer war als Mitglied dieses Vereins alles andere als eine Karteileiche, was an einem bemerkenswerten Brief deutlich wird, den er im November 1927 an den Präsidenten des Vereins, an Johann Heinrich Graf von Bernstorff, schreibt und aus dem eine klare Unterstützung des Projektes Zion zu lesen ist. Er schreibt: Ich hoffe, dass die Sympathie der Welt und die Opferbereitschaft der Judenheit die Wiederauferstehung des Landes sichern wird, der die Wiederauferstehung der alten hebräischen Sprache bereits vorangegangen ist. Der Kölner OB kann sich freilich nicht den lokalpatriotischen Hinweis verkneifen, dass die Stadt Köln auch mit dem Werk des Kölners Moses Hess eine der Städte ist, aus der der Zionismus überhaupt erst hervorgegangen sei. In diesem Zusammenhang stellt der Adenauer-Experte Hans-Peter Mensing eine hochinteressante Spekulation an. Auch wenn der letzte Nachweis fehlt, so glaubt Mensing, dass ein solches Plädoyer für den Zionismus wie der Brief Adenauers an den Grafen Bernstorff auch international Beachtung gefunden hat und dass es anzunehmen ist, dass gerade ein solches Dokument den Blick der Juden auf Konrad Adenauer bereits vor seiner Zeit als erster Bundeskanzler schon Umrisse verliehen hat. Und das könnte sehr wahrscheinlich dann auch David Ben-Gurion betreffen, der sich in diesen Jahren vor der Machtergreifung mehrfach in Deutschland ganz konkret, zum Beispiel 1930 zur Teilnahme an der internationalen Konferenz der Liga für das arbeitende Eretz Israel in Berlin aufhält. Man muss noch mal sagen, das zentrale Zentrum des Zionismus neben Zürich war Deutschland. Als ein stichhaltiges Indiz für diese These wertet Mensing die Worte, die Ben-Gurion gegenüber dem damaligen Kanzler der Großen Koalition, Kurt Georg Kiesinger, im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten nach Adenauers Tod findet und in denen er bestätigt, dass die Verdienste Adenauers beim materiellen Aufbau und der moralischen Unterstützung seines Volkes nicht hoch genug einzuschätzen seien. Schon lange bevor er mit ihm zusammengetroffen sei, habe er in Adenauer eine außergewöhnliche Persönlichkeit gesehen. Mensing hält es für vorstellbar, dass diese Einschätzung schon auf ersten Informationen in der Weimarer Zeit beruht
und Ben-Gurion nicht erst nach dem Krieg auf den Namen Konrad Adenauer gestoßen ist. Autoren leben ja bekanntlich von Zuspitzungen und deshalb erlauben Sie mir die Zuspitzung, dass man angesichts des hohen Interesses von Konrad Adenauer fast auf die abenteuerliche Idee kommen könnte, dass Adenauer zu dieser Zeit so etwas Ähnliches ist wie ein rheinisch-katholischer Zionist. Das erscheint mir auch deshalb durchaus passend, weil er auch ganz bewusst seine eigene Religiosität in eine Beziehung zum jüdischen Glauben setzt. Damit steht er nicht allein, gerade bei engagierten Katholiken. Es war der katholische Prälat und Zentrumspolitiker Kaas, der ihn für das Palästina-Engagement gewonnen hat, gibt es neben einigen antisemitischen Einstellungen durchaus namhafte Sympathie für die zionistische Bewegung, die anders als bei den Nationalsozialisten nicht von dem Wunsch getragen ist, die Juden auf diesem Weg elegant loszuwerden, sondern ehrlichem Interesse an dem Projekt Israel entspringt. Bei Licht betrachtet gibt es in dieser Zeit, erneut in grober Zuspitzung formuliert, zwei Arten von Katholiken, wenn es um die Beziehung zum Judentum geht. Die einen darf man vielleicht als Karfreitagskatholiken bezeichnen, weil sie es sind, die den Juden den Vorwurf machen, Jesus ans Kreuz geschlagen und in der Figur von Judas verraten und an seinen Häscher ausgeliefert zu haben. Diese antijüdische Haltung wird in der Geschichte der problematischen Karfreitagsfürbitte, von der Sie sicher schon gehört haben und die auf das 6. Jahrhundert zurückgeht und die über viele Jahrhunderte fester Bestandteil der Liturgie war, in der für die Umkehr der treulosen Juden gebetet wurde, geradezu schmerzhaft offensichtlich. Auf der anderen Seite stehen gerade in den 20er Jahren die Osternachtskatholiken, so nenne ich sie, anspielend auf die katholische Liturgie in der Osternacht, bei der die zentralen jüdischen Erzählungen des Tanach in 6 alttestamentarischen Lesungen vorgetragen und lediglich durch 2 Lesungen aus dem Neuen Testament garniert werden. So akzeptiert diese Sorte Katholiken, dass das Christentum ohne die jüdische Identität von Jesus Christus unvorstellbar ist. Ja, dass eine Kirche, die antijüdisch handelt, einen Widerspruch in sich selbst darstellt. Der Katholik Konrad Adenauer und einige seiner Parteifreunde im Zentrum gehören unbestreitbar dieser zweiten Sorte an. Dass diese offensichtliche Sympathie für das Judentum bei Adenauer nicht einmal gegen das konfessionell Katholische ausgespielt werden kann, sondern für sich steht, wird auch in seiner Politik deutlich. Etwa als er bei einem Berufungsverfahren an der Kölner Uni den jüdischen Bewerber dem katholischen Aspiranten vorzieht. Eingriffe in die Autonomie der Universitäten ist heute, glaube ich, relativ schwierig und für Sie möglicherweise unmöglich, Frau Prien. Aber genauso interessant ist, als Konrad Adenauer dem Kölner Kardinal Schulte in seiner Auseinandersetzung über die Bewilligung von Zuschüssen für ein Krematorium mit expliziten Hinweisen auch auf das liberale Judentum die Stirn bietet. Dass Adenauer mit den Stadtdirektoren Hertha Kraus und Albert Kramer Mitarbeiter jüdischer Herkunft besonders fördert, muss ebenfalls erwähnt werden. So wie auch die Tatsache, die Adenauer gegenüber Israelis später immer wieder herausstellen wird, dass es Juden, namentlich der Vater dieser erwähnten Stadtdirektorin Hertha Kraus und seinen Freund Danny Heinemann waren, die ihm nach der Absetzung durch die Nationalsozialisten finanzielle Hilfe angeboten haben, damit er seine Familie über die Runden bringen kann. Nach dem Holocaust knüpft Adenauer an die positive Haltung gegenüber dem Judentum an. In seinen Memoiren beschreibt er, wie er nach dem Krieg städtische Autobusse dazu nutzt, aus Köln stammende KZ-Häftlinge aus Dachau, Buchenwald und Theresienstadt wieder in die Heimatstadt zu holen. Auch wenn Adenauer später Äußerungen über die Wirtschaftsmacht der Juden machen wird, die Klischees entsprechen und uns aus heutiger Sicht sehr problematisch erscheinen, so sagt er schon vor seiner Zeit als Kanzler in einem Brief an den späteren Zentralratspräsidenten Herbert Levin einen Satz, der den moralischen Impetus, der seine Politik leitet, mehr als sichtbar macht. Dort sagt er, den deutschen Juden ist unter dem Nationalsozialismus bitterstes Unrecht geschehen. Ich glaube, dass der weitaus größte Teil der deutschen Nichtjuden mit mir darin übereinstimmt. Die Verfolgung der Juden unter dem Nationalsozialismus ist in höchstem Grade verabscheuungswürdig. Ich habe so viel ausgezeichnete jüdische Männer und Frauen kennengelernt, zum Teil mussten sie emigrieren, dass ich mich freuen würde, wenn sie möglichst bald nach Deutschland zurückkehren würden. Es versteht sich für mich von selbst, dass den jüdischen Gemeinden Genugtuungen geschehen und dass ihnen nach Kräften geholfen werden muss. Zitat Ende.
Das treibt ihn bei dem politischen Vorhaben an, das auch nach dem Bekenntnis aller Beteiligten ohne seine politische Durchsetzungskraft niemals zustande gekommen wäre, beim Wiedergutmachungsabkommen ganz maßgeblich mit an. Ein Abkommen, bei dem die Fäden auf beiden Seiten von politischen Schwergewichten gezogen werden, auf der israelischen Seite, und jetzt komme ich zu dem anderen Teil der unmöglichen Freundschaft, ist das David Ben-Gurion, der Vater des israelischen Staates, der als David Grün im polnischen Płońsk, damals Teil des russischen Zarenreiches, in eine bereits für den Zionismus brennende Familie geboren wird. Die Beschreibung, die Hans-Peter Schwarz ihm angedeihen lässt, zeigt zumindest in Teilen charakterliche Ähnlichkeiten der beiden Herren auf. Die große Klappe, die flinke Feder, Organisationstalent, ein vorzügliches Gedächtnis und taktische Versiertheit bilden auch im damaligen Palästina das wichtigste Betriebskapital eines erfolgreichen Gewerkschafters und Parteipolitikers. Auch das ungebremste Selbstbewusstsein und der unbändige Führungs- und Gestaltungswille ist eine Gemeinsamkeit der beiden Politiker. In sein Tagebuch schreibt der Zionist Ben-Gurion: Ich voran, ihr mir nach. Denn ich verwandle für euch und mit euch abstrakte Gedanken in Sicht und fassbare Tat. Das kann man gerne als eine Paraphrase dieses berühmten Diktums des zionistischen Übervaters Theodor Herzl lesen, der den schönen Satz gesagt hat: Wenn ihr wollt, dann ist es kein Märchen. Wo sich bei Adenauer Führungswille und Kompetenz in seiner kommunalpolitischen Tätigkeit in Köln herausbildet, das erwirbt Ben-Gurion bei seiner Arbeit in der Gewerkschaft Histadrut, in der er in den frühen 20er Jahren seine ersten politischen Schritte tätigt. Der Spiegel wird später über Ben-Gurions Qualitäten als Führungspersönlichkeit schreiben, er sei ein Mann, Zitat Anfang, der die historischen Bedürfnisse seines Volkes in Taten und Gedanken zum Ausdruck bringt, selbst wenn diese Bedürfnisse dem Volke dargestellt in seinen Parteien unsichtbar bleiben. Zitat Ende. Das ist ein Satz, den man eins zu eins ohne jeden Zweifel auch auf die Westbindungs- und Aussöhnungspolitik Adenauers nach dem Krieg anwenden darf. Neben dieser Durchsetzungskraft und neben dieser Fähigkeit zu visionärem Denken hat Ben-Gurion, der selbst über sich geschrieben hat, mit dem Haupt in den Sternen, mit den Füßen im Sand, nicht zuletzt auch sein bodenständiges Improvisationstalent und seine Kreativität ausgezeichnet. Alles musste in großem Maßstab neu gemacht werden. Gerade in den Anfangsjahren ihrer jeweiligen Regierungszeit treten sowohl bei David Ben-Gurion als auch bei Konrad Adenauer diese Eigenschaften sehr augenscheinlich hervor. Die charakterliche Ähnlichkeit des Zionisten Ben-Gurion und des rheinisch-katholischen Politikers Konrad Adenauer wird an einem schönen Beispiel aus Adenauers früher Zeit als Kölner Kommunalpolitiker und aus den Anfangsjahren Ben-Gurions als Ministerpräsident auf ebenso eindrucksvolle wie unterhaltsame Weise offenbar, wenngleich sie sich vergegenwärtigen müssen, dass 3 Jahrzehnte Zeitdifferenz zwischen den beiden Ereignissen liegen. Und diese Anekdote will ich doch erzählen. Im Jahr 1915 leistete eine vergleichsweise simple Erfindung einen nicht ganz unwesentlichen Beitrag dazu, eine Hungersnot in Köln zu verhindern. Nur wenige Monate nach der Mobilwachung im Ersten Weltkrieg konnte das Deutsche Reich die Ernährung der Zivilisten, aber auch der Soldaten, nur noch begrenzt sicherstellen. Am 26. Januar 1915 stellte die Frankfurter Zeitung nüchtern fest, alle Vorräte an Weizen, Roggen und Mehl wurden beschlagnahmt und für die Regelung des Verbrauchs eine Reichsverteilungsstelle errichtet. In dieser schwierigen Situation entwickelte ein damals in ganz Deutschland noch vergleichsweise unbekannter 39-jähriger Mann, talentierter Kommunalpolitiker, Urenkel und Enkel einer Bonner Bäckersfamilie, gemeinsam mit der Rheinischen Brotfabrik, ein Patent mit weitreichender Wirkung. Ein Patent, das das kaiserliche Patentamt als sogenanntes Kölner Brot und als Verfahren zur Herstellung eines dem rheinischen Roggenschwarzbrot ähnelnden Schrotbrotes anerkannte und das bis heute Gültigkeit hat. Es war der Mann, der in der Rheinmetropole als Mitglied der Stadtregierung und als stellvertretender Oberbürgermeister mit der schwierigen Aufgabe betraut war, die Lebensmittelversorgung aufrechtzuerhalten und der mit seinem Handlungswillen und seiner Umsicht damals den Grundstein für seine herausragende Karriere legte, Dr. Konrad Adenauer. Ohne den geringsten Zweifel hat sich Konrad Adenauer, das bleibt unter dem Strich, auch in den Augen der ganzen Kölner Bevölkerung, trotz aller Kritik, man hat ihn zwischenzeitlich auch Graupenauer genannt, weil er so viele Graupen besorgt hat zur Ernährung, aber doch unglaubliche Verdienste er sich dadurch erworben hat. Oder wie Hans-Peter Schwarz es beschrieben hat,
Die gemütliche Welt des alten Deutschland versank, eine verlässliche Säule der Stabilität ist durch Adenauer geschaffen worden. Sein Adenauerbrot ist im Übrigen bis heute, freilich in verfeinerter Form, bei ausgewählten Kölner Bäckereien erhältlich. Ein Kassenschlager ist es indes nicht geworden und ich kann Ihnen aus Selbsttestmaßnahmen nur berichten, man muss es nicht täglich haben. Diese Geschichte kennen vielleicht die kundigen Thebaner, aber möglicherweise nicht die Ereignisse, die sich beinahe 30 Jahre später in Israel, eben in jener Zeit, in der die Masseneinwanderung stattfindet, abspielen und bei denen der Staatsgründer Israels, David Ben-Gurion, eine ähnlich entscheidende Hauptrolle wie Konrad Adenauer spielt. Diese Story gleicht der Kölner Brotgeschichte fast bis ins Detail. Nach dem Unabhängigkeitskrieg gerät Israel in eine Phase der Sparpolitik und der Entbehrung und schrammt immer wieder haarscharf an Hungersnöten vorbei. So wie in Köln bedeutet das für viele Bevölkerungsgruppen massive Einschränkungen ihres gewohnten Ernährungsverhaltens. Für die mizrachischen Juden, sephardischen Juden, die beispielsweise eben aus dem Gebiet des heutigen Iran stammen, basieren unzählige Gerichte auf der Basis von Reis. Reis war aber in dieser Phase außerordentlich knapp. Weder konnte er, ganz offensichtlich, mangels brauchbarer Nassflächen in dem heißen und trockenen Land vernünftig und erfolgversprechend angebaut werden, noch war ein umfangreicher Ankauf und Import möglich, weil das Geld fehlte und auch die Schiffe mit dem Reis nicht durch die Blockade der arabischen Staaten kamen. Also musste Ben-Gurion eine Lösung für dieses Problem finden und wandte sich an die Ingenieure und Lebensmitteltechniker des dominierenden Lebensmittelkonzerns Osem mit der Bitte, einen preiswerten und zugleich nahrhaften Ersatz für Reis auf der Basis von Weizen zu entwickeln. Und was bei diesem Denkprozess herauskam, waren die sogenannten Petitim. Das sind reisförmige Nudeln aus Weizen, geröstet in einem Ofen, die in Israel nicht selten wie Reis zubereitet werden, eine gute Aufnahmefähigkeit für Soßen besitzen, sich in Risotto oder auch in persisch-jüdischen Reisgerichten wiederfinden. Anders als Adenauers Brot in Deutschland sind die Petitim ein fester Bestandteil der israelischen Kultur geworden und auch heute überall zu finden. So wie das Adenauerbrot mit dem Namen des ersten Bundeskanzlers verbunden ist, heißen die Petitim bis heute im Volksmund, und das ist auf manchen Packungen auch lesbar, Ben-Gurion-Reis. Das Exemplarische an diesen beiden Geschichten ist die Fähigkeit, über den eigenen Tellerrand weit hinauszudenken, Kreativpotenzial bei sich und anderen freizusetzen in scheinbar ausweglosen und existenziellen Situationen, nicht fatalistisch zu denken, sondern Lösungen anzustreben, die freilich auch in massiven Umbruchssituationen, die so etwas wie eine Stunde Null darstellen, immer zugegebenermaßen sehr viel einfacher durch politisch umzusetzen sind als in einem etablierten politischen System. Deswegen warne ich vor der Anwendbarkeit dieses Prinzips im Hier und Jetzt. Insofern nutzen beide bei der Beschreitung solch ungewöhnlicher Wege auch den historischen Moment. Beide Politiker müssen Phasen in ihrer politischen Karriere durchstehen, in denen die Existenz der Menschen, für die sie Verantwortung tragen, entweder ernsthaft bedroht oder gar am seidenen Faden hängen und erweisen sich in dieser Situation als kraftvolle und durchsetzungsstarke Männer. Durchsetzungsstark müssen sie sein, denn in der Zeit, in der sie hinter den Kulissen für eine Annäherung der beiden Staaten eintreten, müssen sie auch mit erheblicher Gegenwehr fertig werden. Auf deutscher Seite hat Adenauer mit dem zu kämpfen, was man als Friendly Fire bezeichnen könnte. Relativ entschieden spricht sich sein eigener Finanzminister Fritz Schäffer gegen ein Wiedergutmachungsabkommen, wobei die aus der damaligen Perspektive nicht ganz unberechtigte Angst, dass sich in Deutschland angesichts der zeitgleich stattfindenden Verhandlungen über das spätere Londoner Schuldenabkommen sich Deutschland mit finanziellen Leistungen überfordern könnte, das nur eine Rolle gespielt hat. Bis zuletzt leistete Schäffer kabinettsintern großen Widerstand. Freilich nicht mit Schäffer zu vergleichen, ist der Hauptgegner, mit dem es zur gleichen Zeit David Ben-Gurion zu tun hat, nämlich mit dem späteren Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträger Menachem Begin. Begin, der anders als Ben-Gurion familiär unmittelbarer durch die Shoah betroffen war, pflegt gemeinsam mit seiner revisionistischen Bewegung, aus der später die Partei Likud wird, bis zu seinem Tod eine massive Ablehnung gegenüber Deutschland, aber auch gegen die linke Bewegung. Ben-Gurion bekämpft er erbittert. Mehrfach treibt er das Land an den Rand eines Bürgerkrieges. Ben-Gurion behält in dieser Situation eiserne Nerven und vermag es nicht nur das Land zu beruhigen, sondern auch die Knesset dazu zu bewegen,
ihm für seine Verhandlungen mit Deutschland grünes Licht zu geben. Der unterlegene Begin, und das ist einer der spannenden Bestandteile dieser Geschichte, fügt sich aber nicht in seine Niederlage, sondern startet hinter den Kulissen eine Initiative, die massiv auf den deutschen Kanzler zielt und zu den abenteuerlichen Episoden der deutsch-israelischen Geschichte zählt. Seinen getreuen Gefolgsmann aus der paramilitärischen Gruppe Irgun, Eliezer Sudit, überredet Begin nachweislich, einen Anschlag auf Konrad Adenauer zu begehen. Tatsächlich gerät ein an Adenauer adressiertes Päckchen mit einem Sprengsatz von Sudit eingebaut, ausgerechnet in ein Brockhausband L bis Z, in die Hände der Münchner Polizei. Bei der Untersuchung der verdächtigen Sendung im Keller des Polizeipräsidiums geht der Sprengsatz hoch und bringt den Polizisten und Brandmeister Karl Reichert ums Leben. Eine ähnliche Sendung, die aber entschärft werden kann, geht bei der deutschen Verhandlungsdelegation für die Wiedergutmachungsverhandlungen im holländischen Wassenaar ein. Die Täter werden aus Frankreich, von wo aus sie gehandelt haben, ausgewiesen. Eine Verurteilung gibt es indes nie. Beide Herren, Ben-Gurion und Adenauer, dürften schon damals darüber informiert gewesen sein, wer der Drahtzieher der Anschläge war. Aber beide hatten im Interesse der Verhandlungen keine Intention, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Motivation auf der israelischen Seite war dabei klar, die Annäherung an Deutschland war nicht von dem Gedankentragen der Nation, der Mörder zu verzeihen. Wenngleich Ben-Gurion als Begründung für seine Politik immer das Narrativ genutzt hat, man habe es mit einem anderen Deutschland zu tun. Vordergründig ist Ben-Gurion in Anlehnung an biblische Zitate überzeugt, dass der Besitz, der durch den Mord in die Hände der Mörder gelangt sei, nicht auch noch an die Söhne und Töchter weitervererbt werden dürfe. Für den Zionisten Ben-Gurion war aber noch ausschlaggebender, das zu bewahren, was er erkämpft hat. Mehr als einmal steht das Land, dem es an Devisen, an Nahrungsmitteln, das habe ich beschrieben, an allem, vor allem aber an Waffen fehlt, vor dem Ende seiner Existenz. Das verweist auf ein anderes Ereignis im Jahr 1957, das eigentlich gleichberechtigt neben den anderen großen Wegmarken steht und das die Holocaust-Überlebende und Journalistin Inge Deutschkron herrlich plastisch beschreibt. Sie berichtet über drei Männer, die sich in geheimer Mission mit einem Auto in einer dunklen Nacht, in einer Dezembernacht von Frankreich aus auf den Weg nach Deutschland machen. Es ist bitterkalt. Nebel behindert die Fahrt und plötzlich droht ihre geheime Mission entdeckt zu werden. Sie bleiben in einer Schneewehe stecken. Die Räder drehen durch. Es geht nicht vor und nicht zurück. Die Schuld an dem Malheur trägt der Mann, der später als erster Botschafter Israels in Deutschland in die Geschichte eingehen wird. Zu diesem Zeitpunkt aber der Vertreter des israelischen Verteidigungsministeriums in Westeuropa ist, Asher Ben-Natan. Er war einfach nicht daran gewöhnt, bei derartigen Witterungsverhältnissen zu fahren und hatte den Schneehügel übersehen. Schließlich gelingt es ihm, den Wagen doch mit einem beherzten Tritt auf das Gaspedal im Rückwärtsgang wieder flott zu bekommen. Bei dem Manöver hätte er beinahe einen seiner beiden Begleiter überfahren, General Chaim Lasko, gemeinsam mit dem Dritten im Bunde, mit dem späteren Friedensnobelpreisträger und Staatspräsidenten Israels, Shimon Peres. Damals Staatssekretär im israelischen Verteidigungsministerium, setzen die Herren ihre Fahrt fort und sind erleichtert, dass die kurze Panne nicht zur Entdeckung geführt hat. Es ist das Ziel, das ihre Fahrt so brisant macht. Ein Haus im malerischen oberbayerischen Dorf Rott am Inn, südöstlich von München. Ein Haus, das einem aufrechten Komplizen Adenauers gehört. Ein Politiker, mit dem er Adenauer ein kompliziertes Verhältnis gepflegt hat, dem er aber in dieser Sache voll und ganz vertraut. Es geht um Franz Josef Strauß. Vertrauen ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig, denn es geht um die Zusammenarbeit, die bis heute zur stärksten Säule der deutsch-israelischen Kooperation zählt. Eine Zusammenarbeit, die zu dem unvorstellbaren Zustand geführt hat, dass Deutschland heute neben den USA das beliebteste Volk in Israel ist. Eine Zusammenarbeit, die aber in Zeiten der Hallstein-Doktrin, der fragilen Nichtanerkennungspolitik gegenüber der DDR mit allerhöchstem Risiko verbunden ist und die im Grunde, weil sie am Kabinett und am Parlament vorbeigeht, damit auch nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung illegal ist. Diese Bombe der militärischen Zusammenarbeit explodiert dann erst unter dem Sitz von Adenauers Nachfolger Ludwig Erhard und Adenauer kann sozusagen von der Zuschauertribüne aus bequem zusehen. Für das sich anbahnende Treffen der beiden Herren im 35. Stock des Waldorf-Astoria-Hotels in New York
das mit der Hilfe des US-Generals und Adenauer-Bewunderers Julius Klein organisiert wird, bildet die Waffenhilfe, die in Rott verhandelt wird, indessen eine positive Grundmelodie, die mit dazu beiträgt, dass daraus ein so harmonisches Treffen wird, trotz all seiner Brisanz. Zur Brisanz dieses Treffens gehören allerdings Töne, die vor dem Treffen das Potenzial haben, diese Grundmelodie gründlich zu stören. Ausgerechnet am Heiligen Abend 1959 verüben zwei Täter einen Anschlag auf die Kölner Synagoge und schänden die Fassade des Baus, den Adenauer erst Wochen zuvor mit eingeweiht hatte, mit Hakenkreuzschmierereien. Schon damals ist über eine Stasi-Beteiligung spekuliert worden, die aber bis heute nicht restlos bewiesen ist. Das ist auch insofern irrelevant, als es in der Folge zu mehr als 700 antisemitischen Taten gekommen ist. Und das zwingt Adenauer in diesen Tagen vor 60 Jahren dazu, in einer Rundfunk- und Fernsehansprache Stellung zu nehmen und eine heikle Gratwanderung zwischen klaren Worten und einer notwendigen Beschwichtigung zu unternehmen. Er nennt die Taten eine Schande und ein Verbrechen, aber er wird dabei auch so persönlich wie selten und verweist auf seine eigene Vergangenheit, sein persönliches Verhältnis zum Judentum. Also um gleichsam die Klammer wieder zu schließen, die ich am Anfang aufgemacht habe. Dass diese Rede auch eine Fensterrede nach Israel ist, wird an seinem letzten Satz deutlich, indem er sagt, die Verurteilung des Antisemitismus und Nationalsozialismus, die sich im deutschen Volke jetzt so spontan und einmütig offenbart, ist die gute Seite dieser abscheulichen Vorgänge. Spannend ist dabei erstens die Tatsache, dass Ben-Gurion in der Knesset ähnliche Töne laut werden lässt und sogar darauf verweist, dass es auch in anderen Ländern so etwas gegeben habe. Zweitens ist ungewöhnlich, dass dieses Thema während der New Yorker Begegnung nicht einmal andeutungsweise eine Rolle gespielt hat. Das ist auch eine Absage an die These des Historikers Hans-Peter Schwarz, der nämlich gesagt hat, dass die deutschen Waffenlieferungen der Preis seien, der von der durch die Hakenkreuzschmierereien diskreditierten Bundesrepublik für den demonstrativen Schulterschluss Ben-Gurions in New York an Israel zu zahlen sei. Nein, Ben-Gurion hat selbst viel mehr Angst davor, dass mit jedem Misstrauen die überlebenswichtigen Waffenlieferungen, die zu diesem Zeitpunkt ja bereits im Gang waren, in Gefahr gebracht werden könnten. Gefahren gehen eher von einem anderen Ereignis aus. Das ist zum einen die Debatte über deutsche Raketentechniker in Ägypten im Dienste des Israel-Hassers Nasser, die das Verhältnis belasten. Da ist aber nicht zuletzt auch die Entführung des Argentiniers Ricardo Clement, der in Wahrheit niemand geringer ist als der Organisator und Manager des Judenmordes, Adolf Eichmann. Für das Verhältnis der beiden Staaten ist das eine heikle Situation. Nicht nur, weil das die bis heute schwierige Tatsache unter das Brennglas rückt, dass im jungen Deutschland Menschen in Führungspositionen auch im Umfeld Adenauers gekommen sind, deren Rolle in der NS-Zeit zumindest nicht unkritisch war. Aber auch für Ben-Gurion ist das bedrohlich. Der große Ben-Gurion-Biograf Tom Segev, mit dem ich über dieses Thema gesprochen habe, beschreibt sein Dilemma zutreffend. Wie sollte man Eichmann vor Gericht stellen, ohne dabei gleich das gesamte deutsche Volk zu verurteilen? Ben-Gurion erweist sich erneut als handfester Pragmatiker, indem er den Chefankläger bittet, in seiner historischen Eröffnungsrede bei jeder Erwähnung Deutschlands explizit vom Nazi-Deutschland zu reden. Diese Regieanweisung ist aber nicht gleichzusetzen mit einer Schonung von Altnazis im Gegenzug für das Darlehen, das Adenauer in New York zusagt. Diese abenteuerliche These stellt die Verschwörungstheoretikerin Gabi Weber auf, die sagt, die Aktionen Geschäftsfreund und Frankreich-Kolonien, so heißen die sagen, Titel dieser Darlehensvereinbarung, die in New York getroffen worden sind, werden mit dem Wissen Adenauers in die Entwicklung atomarer Waffen geflossen. Darüber aber Adenauer stillschweigen bewahrt, damit man seinen Staatssekretär Globke schonte. In dieser Zeit hat das regierungsoffizielle Israel aus ganz anderen Gründen keine Lust, die Rolle Globkes zu problematisieren. Längst ist Globke mit seiner Effektivität zu einem Garant dafür geworden, dass seit dem Wiedergutmachungsabkommen alle Versprechen Adenauers pünktlich und umfassend umgesetzt werden. Der Chef der Jewish Claims Conference und Berater der israelischen Regierung Nachum Goldmann nennt ihn sogar einen der besten Freunde Israels. Eine Debatte zieht sich von New York 1960 bis zur Reise Adenauers nach Israel 1966, nämlich die 500 Millionen Dollar Frage. Hat Adenauer im Waldorf Astoria wirklich Finanzleistungen in dieser Höhe explizit zugesagt oder nicht? Man muss bei 500 Millionen Dollar sich klar machen, dass damals der Wechselkurs deutsche Mark Dollar 1:4 war.
Das Thema kommt auf, es wird auf den Tisch gebracht, aber es gefährdet nicht den historischen Besuch, der ein Jahr nachdem Adenauers Nachfolger Ludwig Erhard die diplomatischen Beziehungen mit Israel etabliert hat, stattfindet. Der wird eher durch den innenpolitischen Druck gefährdet, den Ben-Gurions Nachfolger Levi Eshkol verspürt, der bei einem Abendessen mit dem prominenten Gast aber auch zugleich zeigt, wie dünn die Hautschicht ist, die über die historische Wunde gewachsen ist. Er tut das, indem er eine kritische Rede hält, die Adenauer so verletzt, dass er einen Abbruch des Besuches erwägt. Das alles, auch die Demonstrationen gegen Adenauers Besuch stattfinden und die durch die Herut-Partei Behnens kräftig angeheizt werden, vermögen es aber kaum noch, die verklärte Stimmung Adenauers wirklich zu stören, der mehrfach bekennt, wie sehr für ihn mit diesem Besuch auch ein persönlicher Traum in Erfüllung geht. War die erste Begegnung noch streckenweise tastend, so dominiert jetzt die Herzlichkeit und der persönliche Austausch der beiden Politpensionäre. Ein an sich banaler Dialog, der sich in Sdeboker, in dem Kibbutz in der Wüste Negev, so abgespielt haben soll und der in einer von Alexandra Nocke kuratierten Ausstellung über Israelis und Deutsche wiedergegeben wird, zeigt, wie offensichtlich zwanglos die Atmosphäre im Wüstenkibbutz war und welchen Grad der Vertrautheit die beiden Herren bei der zweiten Begegnung pflegten. Bei seiner Ankunft fragt Ben-Gurion den deutschen Freund: Bist du müde? Nein. Was möchtest du, sollen wir machen? Wozu auch immer du Lust hast, antwortet Adenauer. Komm, sagt Ben-Gurion, ich zeig dir mal meine Bibliothek. Gesagt, getan. Später nehmen Ben-Gurion und sein Gast im Kibbutz-Speisesaal das Mittagessen ein und Adenauer überzeugt sich davon, dass auch im sozialistischen Kollektiv angebautes Gemüse schmecken kann. Entspannter geht's wohl kaum, Zitat Ende. Beide bekennen um diesen Termin herum jeweils unterschiedlichen Journalisten, dass da eine echte Freundschaft entstanden ist, die über ein politisches Zweckbündnis weit hinausgeht. Adenauer tut das explizit nur während des Besuches in einem Interview mit der israelischen Zeitung Yediot Akronot. Ob die persönlichen Beziehungen mit Ben-Gurion Geschäft oder Freundschaft seien, will die Zeitung wissen. Die Antwort spricht für sich. In meinem Alter schließt man nur selten Freundschaften mit neuen Bekannten, bekennt Adenauer. Aber wenn ein solcher Ausnahmefall geschieht, dann entwickelt sich die Freundschaft sehr schnell. Und so ist es mit mir und Ben-Gurion geschehen. Nach einem kurzen politischen Gespräch entstand eine gegenseitige Zuneigung und diese hat auch jetzt noch in unseren Beziehungen Bestand. Wie schon angedeutet, zeigt die Reise Ben-Gurions zur Beerdigung Adenauers, die er auch ohne Beschädigung seines Ansehens hätte absagen können, wie sehr Ben-Gurion diese Empfindungen erwidert hat. Am Ende muss man die Frage stellen, was aus dem Vermächtnis der Freundschaft der beiden Herren geworden ist. Ich will das nur anreißen und wir können darüber gleich noch diskutieren. Das tue ich mit einem wunderbaren Zitat des geistigen Übervaters Israels, Theodor Herzl, dessen Traum Ben-Gurion verwirklicht hat. Schwer herzkrank schreibt Herzl seinen Tod 1904 vorausahnend seinen zionistischen Freunden die lakonische Mahnung ins Stammbuch: Machet keinen Unsinn, während ich tot bin. Dieser Satz passt auch zu den beiden Protagonisten des heutigen Abends, die sich mit ihrer latenten Skepsis gegenüber der moralischen Festigkeit ihrer Mitmenschen, denn das war ja auch beiden immer sehr immanent, immer Sorgen gemacht haben, in welche Hände ihr gemeinsames Kind gelegt wird und welchen Weg es nehmen wird. Die Hände der Nachfolger jedenfalls haben das Kind beherzt ergriffen und mit freilich unterschiedlicher Intensität den Faden aufgenommen, der damals gesponnen worden ist. Es ist jedenfalls mehr als nur eine freundliche Geste und alles andere als Zufall, dass Angela Merkel ihre inzwischen auch bereits historisch gewordene Reise nach Israel 2008 ins Sdeboker begonnen und damit auch den Ort gewürdigt hat, an dem die beiden Patriarchen 1966 zusammengetroffen waren. Bei aller Kontinuität muss man gestehen, dass es auch in den beiderseitigen Beziehungen, selbst bei Rabin und Kohl, die zweite große Paarung auf deutscher und israelischer Seite, niemals wieder den Grad ehrlicher und persönlicher Freundschaft der Regierungschefs gegeben hat, wie das bei den beiden Herren der Fall war. Ich will nun nicht in die Tiefen des Konfliktes einsteigen, wenn es um die Frage geht, wie der angesprochene Faden weiter in die Zukunft gezogen werden kann. Aber ich will uns eine Tugend raten, die Adenauer sehr beherzigt hat bei seinem Besuch 1966. Die Kultur des genauen Hinsehens. Das bedeutet für Deutschland, sich in anderer Form auf Israel einzulassen
und aus der ewigen Wahrnehmungsschleife des Nahostkonfliktes wenigstens ein Stück herauszutreten und sich ein differenzierteres Bild Israels zu machen, in seiner Komplexität, aber auch in seiner Faszination. Und das setzt eine Fähigkeit voraus, die David Ben-Gurion und Konrad Adenauer in die Beziehung neben die reine Interessenpolitik gesetzt haben. Und das knüpft wunderbar an die letzten Worte Ihres Grußwortes an, Frau Ministerin, Empathie. Und diese Empathie entsteht, so banal es klingt, nicht ohne die passenden Gelegenheiten, das haben Sie zitiert, aber auch nicht ohne Persönlichkeiten, die diese Empathie und Begeisterungsfähigkeit füreinander vorleben und personifizieren. Das macht den Glücksfall des Freundespaars Adenauer Ben-Gurion aus, der vor 60 Jahren in New York seinen Anfang genommen hat. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Meine Damen und Herren, es ist guter Brauch bei uns in der Akademie, dass Sie jetzt noch die Möglichkeit haben, an die Referenten und die Akteure des Abends Fragen zu stellen. Fragen zur Genese des Buches, zur Schlussfolgerung und auf die Gegenwart. Fühlen Sie sich ganz frei, ich komme mit dem Mikrofon auf Sie zu. Lasst es aber in meiner Hand, um sicherzugehen, dass Sie kein Co-Referat oder noch eine kleine Rezension an das Buch abgeben. Dann bitte ich hier um kurzes Verständnis. Kurz vorher noch die den Referenten und Frau Prien in Licht setzen, in Szene setzen. So, die erste Frage. Ja, vielen Dank für diese tolle Buchvorstellung, die mich motiviert hat, das Buch auch gleich zu kaufen. Das aber nur vorweg, ich will auch kein Co-Referat halten. 1965 sind ja erst die diplomatischen Beziehungen zwischen Tel Aviv und Bonn aufgenommen worden. Das fällt ja in die Amtszeit von Ludwig Erhard, des nicht sehr geliebten Nachfolgers von Konrad Adenauer. Vielleicht ein Wort von Ihnen, welche Rolle Konrad Adenauer, der ja immer noch CDU-Vorsitzender war, in dieser Zeit hatte. Soll ich gleich? Also das ist eine hochspannende Frage, weil Adenauer so stark gedrungen hat auf die Aufnahme der diplomatischen Beziehung, dass er sogar hinter den Kulissen daran gearbeitet hat, am Stuhl von Ludwig Erhard zu säen. Das hat er getan. Er war dann aber auch überrascht, als Ludwig Erhard, dem man ja immer unterstellt hat, er sei ein Zauderer gewesen und ein Zögerer gewesen, gegen viele Ratschläge, vor allem auch seiner wirtschaftlichen Verbündeten, und er war der Vater des Wirtschaftswunders und hatte eben enge Beziehungen auch in die Wirtschaft, er kraftvoll gesagt hat, jetzt werden die diplomatischen Beziehungen aufgenommen. Und nochmal, man muss sich eben klar machen, in welcher Zeit wir da sind. Also das herrschte die Zeit, in der eben nach wie vor die Hallstein-Doktrin noch nicht außer Kraft gesetzt gewesen ist. Und die Gefahr war, dass an dem Tag, an dem die diplomatischen Beziehungen aufgenommen werden mit Israel, noch in der gleichen Nacht viele der arabischen Staaten die Beziehungen mit Deutschland abbrechen. Das ist auch geschehen, allerdings sind die relativ schnell wieder aufgenommen worden. Und damals hat man eben gesagt, das schadet der Wirtschaft, weil man muss sagen, das ist ja auch bis heute so, die deutsche Wirtschaft hat auch gute Geschäfte in Ägypten gemacht. Und da hat man gesagt, also das ist ein Akt, das kannst du nicht tun, wenn du jetzt die diplomatischen Beziehungen aufnimmst, das schadet das deutschen Interessen. Und Ludwig Erhard hat sich darüber hinweggesetzt. Also ich bin immer sehr dafür, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, zu viel Weihrauch schwärzt die Heiligen. Ein bisschen was sozusagen von dem Weihrauch auch Ludwig Erhard abzugeben. Ich habe vor Jahren mal einen Artikel über Ludwig Erhard geschrieben, wo ich gesagt habe, das war eine Großtat in den deutsch-israelischen Beziehungen. Zumal Ludwig Erhard auch eines wusste. Eigentlich sind die Israelis schon seit Mitte der 50er Jahre davon ausgegangen, dass jetzt die Zeit reif ist für die diplomatischen Beziehungen. Es war die Bundesrepublik, die gezögert hat, aus den genannten Gründen.
Und das ist zu einem wirklich immer mehr sich auftürmenden Werk geworden. Und man gesagt hat, jetzt muss das endlich geschehen. Und da hat Adenauer durchaus nicht nur eine rühmliche Rolle gespielt, indem er sozusagen den Druck erhöht hat, aber gleichzeitig nicht auch Ludwig Erhard in Schutz genommen hat vor seinen Kritikern. Ich habe eine Frage zu der Zeit zwischen dem Wiedergutmachungsabkommen und dem Waldorf, der Waldorf-Astoria-Begegnung. Ist da irgendwas über persönliche Kontakte unmittelbar dokumentiert oder regierungsamtliche direkte Kontakte oder ist im Gegenteil dokumentiert, dass persönlich eigentlich nichts gelaufen ist, sondern dass sich das im Hintergrund entwickelt hat? Also es gab natürlich Briefwechsel zwischen Konrad Adenauer, auch direkte Briefwechsel zwischen Konrad Adenauer und David Ben-Gurion. Aber die haben natürlich noch nicht den Grad der Vertraulichkeit gehabt, den sie dann automatisch nach dem Treffen in New York hatten. Also das Treffen in New York war schon entscheidend. Nur sind eben da vorher ja auch schon Sachen, deswegen habe ich zum Beispiel auch ein bisschen die Strauß-Geschichte ausgewalzt. Weil man muss sich das mal vorstellen, was Adenauer da gemeinsam mit Strauß gemacht hat, war illegal. Nach deutschem Recht. Und er hat das aber gemacht und hat gesagt, das ist notwendig. Das ist notwendig und das muss gemacht werden. Das war aber eine Vertrauenssache. Also keiner durfte sozusagen darüber plaudern. Das setzt schon einen Grad auch der Vertraulichkeit voraus, bevor die beiden sich überhaupt begegnet haben. Und was Adenauer was Ben-Gurion relativ schnell über Adenauer wahrgenommen hat, ist, dass Adenauer verlässlich ist. Man muss eins sagen, deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie auf das Wiedergutmachungsabkommen auch nochmal verweisen. Alle Skepsis, die man hatte, und die man sagte, das macht er nur, um sozusagen in der westlichen Welt Aufnahme zu finden, hat Adenauer relativ schnell beseitigt, indem wirklich nach dem schönen alten Satz Pacta sunt servanda, er dieses Abkommen, was da geschlossen worden ist, wirklich erfüllt hat. Und wir reden insgesamt von 4 Milliarden D-Mark damals. Also das ist schon eine erhebliche Summe, auch aus der damaligen Geldwertperspektive. Und das ist geliefert worden. Und zwar pünktlich. Pünktlich und zuverlässig. Und das hat Adenauer auch viel Anerkennung auch bei Ben-Gurion eingebracht. Ich habe drei kurze Fragen. Was hat Adenauer eigentlich damals gesagt zu dem Frankfurter Staatsanwalt, der mit dafür gesorgt hat, dass Herr Eichmann aufgespürt wurde? Erste Frage. Zweite Frage. Was ist bei Ihrer Buchrecherche Ihnen eigentlich besonders nett und persönlich mit den Enkelkindern aufgefallen, was Sie nicht gewusst haben? Und Herr Bochert, was folgt nach Ihrem großen Engagement, was wir hier verspüren, nach dem Buchprojekt in diesem Thema? Also die letzte Frage ist schwierig, wobei ich mit der letzten insofern anfange. Ich habe kürzlich einen kleinen Artikel geschrieben, den ich vielleicht auch zu einem Buch ausbauen werde, über diese Paarung, die ich auch gerade angesprochen habe, nämlich Rabin-Kohl. Das wäre auch nochmal durchaus was Interessantes. Ob das auch für ein Buch reicht, muss man sich mal anschauen. Aber es ist interessant sozusagen, sich das anzuschauen. Auch Rabin war ein Falke, der sozusagen zu dem Friedenskurs erst über Erkenntnisse gekommen ist. Die beiden hatten am Anfang ihre Schwierigkeiten und haben dann aber sehr schnell auch dieses Vertrauensverhältnis zueinander gefunden. Also das fände ich auch nochmal interessant. Bei den Enkelkindern, um jetzt mal das Pferd von hinten aufzuzäumen, war für mich das Interessanteste, als ich den Enkeln begegnet bin, ich beschreibe das mal so, ich habe der Patrick Adenauer, nicht der Enkel, der dieses Vorwort geschrieben hat, das ist der Enkel Konrad, er hat mit einer Wirtschaftsdelegation eine Reise nach Israel gemacht und ich war damals Leiter des Büros und dann hat er zu mir gesagt, mach mir doch ein Briefing. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich krieg was dafür. Dann guckte er mich also völlig irritiert an, weil er dachte, ich rede über Geld. Dann habe ich gesagt, nein, ich würde gerne im Waldorf Astoria in Jerusalem, da gibt es auch eins, das Bild nachstellen in einer Ecke, und zwar mit den Enkeln. Das haben wir gemacht und das ist damals dann auch im Fokus veröffentlicht worden. Und was für mich so interessant war mit den Enkeln ist, ich dachte, die kennen sich gar nicht. Und dann sind die aufeinander zugegangen und haben sich inniglich umarmt, eben Patrick Adenauer und Yair Ben-Eliezer. Und dann habe ich gesagt, sie kennen sich. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben in unregelmäßigen Abständen von 3, 4, 5 Jahren
Familientreffen. Das fand ich hochinteressant. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Also das fand ich hochspannend. Und eine andere wunderbare kleine Anekdote will ich dann an der Stelle auch erzählen. Ich habe in der Literatur, und manchmal verbindet man das ja nicht gleich mit Namen, einen schönen Dialog gelesen, der sich bei dem Treffen zwischen Adenauer und Ben-Gurion in New York abgespielt hat. Als die ganzen Verhandlungen vorüber waren und das offizielle Gespräch vorbei war, fing der Ben-Gurion an, den Adenauer so ein bisschen hochzunehmen und hat dann gesagt, ach, wissen Sie, Herr Adenauer, ich habe eine schöne Geschichte über Sie gehört. Die Geschichte ist, dass Sie einen Ihrer Enkel gefragt haben, was willst du denn mal später werden? Und der Enkel spontan aus der Pistole geschossen gesagt hat, Bundeskanzler. Woraufhin Adenauer erschrocken reagiert haben soll und gesagt haben, also Bundeskanzler, das kann aber immer nur ein Adenauer machen. Und das Schöne, was ich erfahren habe, also da muss man sagen, also dann hat der Adenauer sehr schlagfertig reagiert, als ihm der Ben-Gurion diese Geschichte erzählt hat und hat gesagt, das ist ja lustig, ich habe die gleiche Geschichte über Sie auch gehört, Herr Ben-Gurion. Das nur dafür. Was ich aber so interessant war mit den Enkeln ist, ich habe dann mit Konrad Adenauer über das Grußwort gesprochen und er hat mir gesagt, er sei der Enkel gewesen. Und das ist natürlich jetzt auch schön, dass sozusagen der Konrad Adenauer, der auch das Oberhaupt der Familie jetzt ist, Notar in Köln, das auch in das Grußwort reingeschrieben hat. Das hat mich natürlich besonders gefreut. Fritz Bauer. Das ist ein schwieriges Kapitel. Ich habe heute immerhin, und das ist mir sehr wichtig, in einer Rezension, die heute im Deutschlandradio, Deutschlandfunk Kultur war, immerhin gehört, dass ich den Adenauer nicht verklärt hätte. Und das war mir auch ganz wichtig, ihn nicht zu verklären. Natürlich gab es diesen schwierigen Umgang, auch mit den ehemaligen Mitläufern. Ich habe das Thema Globke ja vorhin angesprochen. Adenauer wusste auch, was er da tat. Es gibt von Adenauer das schöne, authentische Zitat, man kann kein schmutziges Wasser wegschütten, wenn man kein sauberes hat. Adenauer war damals der Auffassung, ich brauche diese Leute, um einen funktionsfähigen Regierungsapparat aufzubauen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich stimmt, dass Fritz Bauer sozusagen aktiv durch Konrad Adenauer Steine in den Weg gelegt worden sind, so wie es die Biografie nahelegt. Aber das war nicht einfach. Und ich bin ein großer Fan, das muss ich sagen, von Fritz Bauer. Ich finde, es war eine großartige, kantige, klare Persönlichkeit. Aber man muss eben immer wieder die Zeitumstände sehen. Und Adenauer war der Auffassung, er hat an der Stelle wirklich Leute, die ihm sozusagen auch den, muss man sagen, den Regierungsapparat retten. Man darf nicht verkennen, welche Effektivität und welche Wirkung, welche Bedeutung Globke für die Kanzlerschaft Adenauers hat. Aber das ist ein schwieriges Kapitel. Also Sie sehen, ich bin da auch so ein bisschen zurückhaltend in meiner Einschätzung und in der Beurteilung. Also wenn man das jetzt aus der Ex-Post-Perspektive beurteilt, dann finde ich, hätte der Adenauer, der ja selber Gegner der Nationalsozialisten war, Fritz Bauer stärker unterstützen müssen. Aber er hat eben diese Achillesferse sozusagen, die Adenauer hatte, gleichsam auch aufgedeckt. Vielen Dank, dass ich das Mikro auch selber halten darf. An der Stelle auch nochmal vielen Dank, Herr Dr. Borchert, für Ihren Vortrag. Meine Sie lauter sprechen, bitte. Ja, und das, obwohl ich das Mikro schon selber in der Hand habe, natürlich geht es. Meine Frage richtet sich tatsächlich an Sie, liebe Frau Ministerin. Wir haben gehört, wie tiefes Vertrauen und Freundschaft zwischen zwei Politikern oder zwischen zwei Menschen in der Politik für Verständigung, Heilung und die Fähigkeit zum Vergeben zwischen zwei Ländern geführt haben. Und tiefe Freundschaft, Vertrauen, das sind Eigenschaften oder Attribute, mit denen man das Verhältnis zwischen Politikern tagesaktuell vielleicht nicht unbedingt mehr beschreiben würde. Nichtsdestotrotz täte davon einiges, glaube ich, der Politik und den Politikern in der heutigen Zeit sehr gut. Wie kann man oder wie können Sie auch als aktive Politikerin
etwas dazu beitragen, dass es die Möglichkeit gibt, solche Attribute wieder in zwischenmenschliche Beziehungen mit einzubauen? Also wie können wir mehr davon bekommen, was so gut getan hat in der Vergangenheit? Also zunächst einmal hat dieser faszinierende Einblick, den Sie uns heute Abend gegeben haben, wieder einmal deutlich gemacht, dass es auf den Einzelnen ankommt. Das ist nicht egal, wer Politik macht. Es ist nicht egal, wer in einer bestimmten Zeit in Verantwortung ist. Das gilt für die beiden Protagonisten heute Abend, das gilt für andere auch. Also wenn man an Kohl und Gorbatschow denkt oder an Kohl und Mitterrand an anderer Stelle und viele andere Beispiele mehr, die man da berichten könnte. Ja, ich glaube, bei dieser ganzen Debatte, die wir heute über die Verrohung der politischen Kultur in unserem Land, aber auch weltweit führen, bei der Debatte über die Frage von Political Correctness und was eigentlich die konstitutiven Bedingungen einer funktionierenden Demokratie sind, da spielen eben letztlich Tugenden wie Anstand, wie Respekt, wie Vertrauen, die spielen dann eben doch eine weitaus größere Rolle, als manche einer uns weismachen will. Und ich bin, es ist meine tiefe Überzeugung, dass es so, ich würde es einmal Zivilität nennen im Umgang, dass das ein ganz entscheidendes konstitutives Element für das Funktionieren einer Demokratie ist. Und insofern können wir eben eine ganze Menge lernen von den beiden älteren Herren. Ich kann aber zumindest für die Art und Weise, wie wir hier in Schleswig-Holstein Politik machen, sagen, dass wir das auch miteinander so praktizieren. Also auch in Schleswig-Holstein ist es so, dass wir zum Beispiel im Kabinett oder in der Jamaika-Runde, das ist unser Koalitionsausschuss, trotz ganz unterschiedlicher politischer Grundüberzeugungen, wir sind teilweise sehr weit voneinander entfernt, was diese angeht, dass wir miteinander einen wirklich guten menschlichen Umgang pflegen und dass wir auch alle Wert darauf legen, dass das so ist und dass das Miteinander von großem Respekt getragen ist. Und auch das geht auch heute noch. Und meine feste Überzeugung ist, dass sich Grundanstand immer am Ende auszahlt. Und diese Grundüberzeugung teilen wir auch miteinander in Schleswig-Holstein im Kabinett. Ich glaube, dass man immer sich klar machen muss, ist, dass sozusagen die Währung, mit der Freundschaft bezahlt wird, Vertrauen ist, das man schafft. Und gerade in so schwierigen Koalitionen, ich fand das immer sehr faszinierend bei der hessischen Koalition, wo ja mit dem Tarek Al-Wazir von den Grünen jemand gekommen ist, der wirklich so aus der Sponti-Szene gekommen ist, aus der linken Ecke der Grünen. Und dann Bouffier, der jetzt nicht eher zu den Linken bei der CDU gehört, um es mal vorsichtig zu sagen, beide aber ein unglaublich gutes Vertrauensverhältnis haben, weil sie von vornherein wussten, man kann einander vertrauen, der eine ist verlässlich und irgendwann ist aus dem Vertrauen auch sowas wie eine Freundschaft entstanden. So, und ich finde, das geht schon und das geht gerade auch bei gegensätzlichen Leuten sehr gut. Und um ein aktuelles Beispiel auch bei dem Deutsch-Israelischen zu benennen, weil ich gesehen habe, dass unser Vorsitzender Norbert Lammert häufig auch hier in Kiel war, und da draußen ist er ein schöner Standard. Wer in Israel sehr stark eintritt für die deutsch-israelischen Beziehungen, ist der Präsident der Knesset, Yuli Edelstein. Man muss wissen, Yuli Edelstein hat so viel Verwandte durch die Shoah verloren, dass er einer von diesen der zweiten Generation war, die nach der Shoah geboren worden sind, der gesagt hat, ich werde niemals nach Deutschland reisen, was auch immer passiert. Heute ist er einer der absoluten Protagonisten in Israel, bekannt dafür, dass er deutsch-israelische Beziehungen vorantreibt. Das ist der Freundschaft zwischen Norbert Lammert als damaliger Bundestagspräsident und Yuli Edelstein als Knesset-Präsident zu verdanken, die seit 6-7 Jahren eine enge Freundschaft miteinander pflegen. Also es gibt auch diese länderübergreifenden Freundschaften nach wie vor, die da eine Rolle spielen. Jetzt kommt man nicht auf die abenteuerliche Idee zu behaupten, zwischen Benjamin Netanyahu und Angela Merkel würde eine enge Freundschaft existieren.
Das, glaube ich, kann man getrost in das Reich der Legende verweisen. Aber es gibt sozusagen unterhalb dieser Ebene auch tatsächlich diese engen Beziehungen, persönlichen Beziehungen, die auch kleine Wunder vollbringen. Denn morgen ist in Berlin Juli Edelstein zum zweiten Mal und wird auch bei der Adenauer Stiftung einen Vortrag halten morgen und bezieht sich eben sehr, sehr stark auf diese enge Freundschaft und ist jetzt zum vierten oder zum fünften Mal insgesamt in Deutschland. Jemand, der vorher gesagt hat, da reise ich nie hin, das ist Norbert Lammert zu verdanken. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte gerne den Abend schließen in Anbetracht der Uhrzeit, aber eine Anmerkung möchte ich noch machen. Sie haben gesagt, zu viel Weihrauch verdunkelt oder verschwärzt die Heiligen. Und diese Fußnote sei mir als Katholik erlaubt. Wenig Weihrauch ist auch gut, um besondere Sachen hervorzuheben, um Besonderheiten hervorzuheben. Und mit Ihrem Buch heben Sie auch etwas hervor, was, Frau Jankwitz hat es schon gesagt, eigentlich viel zu kurz kommt in unserer Zeit, ist das Menschliche. Und Sie unterstreichen in Ihrem Buch ja auch das Menschliche zweier Personen, die Geschichte geschrieben haben und die Geschichte schreiben durch ihre Art. Und das Brückenbauen hängt nicht an Politik und an Religion. Es geht viel mehr, es machen Menschen aus, es machen Personen aus. Personen bauen Brücken und nicht die Politik, nicht nur oder nicht nur die Religion. Und das nehme ich für mich mit. Es ist auch eine Motivation für unsere tägliche Arbeit hier. Vielen Dank, Herr Dr. Borchert, dass Sie den Weg aus Berlin nach Kiel gefunden haben. Und ich glaube, wir wünschen Ihnen allen einen sturmfreien Nachhauseweg morgen früh nach Berlin. Vielen Dank, Frau Ministerin Prien, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und meine Damen und Herren, Frau Prien hat es schon angedeutet im Grußwort, wir haben hinten eine Buchhandlung zu Gast, die die Bücher verkauft. Zufällig ist es das gleiche Buch, was Herr Borchert heute hier vorgestellt hat. Herr Borchert hat sich auch bereit erklärt, eine kleine Signatur hineinzuschreiben. Sie sind gerne eingeladen, sowie auf ein Glas Wein oder ein Glas Bier. Schön, dass Sie da waren. Einen schönen Abend und einen guten Heimweg. Vielen Dank.